Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar Autodesk Revit und Advanced Deal Zusammenarbeit. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und im Nachhinein auf der Plattform YouTube zur Verfügung gestellt. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, bitte ich Sie, uns einfach ein E-Mail zu schreiben bzw. uns einfach anzurufen. Ich würde sagen, ich beginne ganz kurz mit einer Vorstellung der Firma Ataka. Wir sind seit über 30 Jahren Partner der Firma Autodesk und damit tätig in ganz Österreich. Wir haben 5 Niederlassungen verteilt über Österreich. Wir sind Autodesk Gold Partner. Was können wir für Sie tun? Zuallererst mal Beratung und Auswahl der richtigen CAD-Lösung. Das machen wir, indem wir Präsentationen anbieten, kundenspezifische Produktpräsentationen. Schnupperkurse, Individualschulungen, Installationen und Anpassungen sind auch unser Thema. Natürlich lassen wir Sie auch nach dem Vertrieb nicht im Stich. Das heißt, wir bieten Ihnen auch technischen Support per Teamviewer und Telefon unter support.ataka.com. Und wir haben auch entsprechend Blogs, jeweils für die Themen Maschinenbau und auch für das Thema Architektur. Unsere wichtigen Webseiten finden Sie dann gegen Schluss der Präsentation. Unsere zwei großen Leitsätze, zuallererst mal professionelles Arbeiten, natürlich mit der Konsequenz, dass die Qualität das oberste Prinzip ist, und unternehmerisches Denken. Alles, was wir tun, muss für Sie Kohle abwerfen, sozusagen. Die drei größten Stärken, zuerst mal höchstes technisches Niveau. Wir müssen selber auch immer Prüfungen bei der Firma Autodesk ablegen, dass wir das auch tun können, was wir hier anbieten. Natürlich umfassende Beratung machen wir, wie gesagt, indem wir die Produkte alle perfekt drauf haben und entsprechend die Präsentationen auch anhand ihrer Daten sozusagen aufbauen können. Und natürlich auch durchgehende Projektbegleitung. Das heißt, wenn Sie irgendwann Probleme haben, beziehungsweise wenn man viele Jahre mit einer Software arbeitet, kann es sein, dass man an der einen oder anderen Stelle noch etwas effizienter werden könnte. Machen wir dann gern mit Produktivbegleitungen, wo man dann entsprechend einfach mal mit drinnen sitzt, sich anschaut, wie arbeitet man und wie kann man da entsprechend noch an der einen oder anderen Schraube sozusagen drehen. Stets gilt natürlich, der Kunde ist Mittelpunkt unseres Handelns. Und damit übergebe ich das Wort ganz kurz an den Andreas Stocker, der Ihren Partner für BIM sozusagen kurz vorstellt. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist eben Andreas Stocker und ich bin in erster Linie für das Produkt Revit zuständig. Wir als Ataka sind Ihr Partner für BIM. Wir helfen Ihnen beim Einstieg, Umstieg, aber auch bei der Begleitung, wenn es ums Thema BIM geht. In Kooperation mit der Firma Seid helfen Ihnen auch Content zu erstellen, also Ihre speziellen Bauteile, Ihre speziellen Familien, wie sie im Revit heißen. Wir helfen Ihnen natürlich auch bei der Implementierung, wenn Sie eben bei der Projektimplementierung, wir veranstalten auch immer wieder große Events, beispielsweise das BIM-Symposium, das jetzt im März 2018 dann auch wieder stattfinden wird. Ja, und natürlich bei jeglichen Lizenzmanagement, wenn Sie Fragen eben zu Lizenzen im Bereich Autodesk haben. Bitte, Paul. Genau, mein Name eben Andreas Stocker. Meine Hauptaufgaben sind eben Pre-Sales-Aufgaben, also Präsentationen. Wenn Sie eben auch Fragen zur Software haben, vor allem im Bereich der Architektur. Ich mache sehr viele Schulungen, von Basisschulungen über fortgeschrittenen Schulungen, aber auch ganz spezielle Schulungen im Bereich Variantenplanung oder Phasenplanungen, also diverse Dienstleistungen, aber eben auch Support und in erster Linie eben für das Autodesk Revit, aber jetzt neu hinzugekommen auch die ganzen BIM 360-Produkte, also sprich BIM 360 Field, Glue, Team etc. etc. Darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Paul Katzmeier. Meine Aufgaben sind Vertrieb und Pre-Sales, Schulungen in Grund- und Aufbauschulungsniveau, Dienstleistungen, wenn es darum geht, Projekte entsprechend an die Kundenanforderungen anzupassen und natürlich im Nachhinein auch noch den Support, wenn es irgendwo Probleme gibt. Das alles für die Produkte AutoCAD PineD, Plan3D und Advanced Deal, sprich Stahl- und Anlagenbau. In diesem Webinar geht es grundlegend um die Schnittstelle zwischen Revit und zwischen Advanced Deal. Falls Sie also Fragen bzw. die Anforderungen an das Produkt Revit oder Advanced Deal genauer sehen wollen,
haben wir entsprechend hier schon eigene Webinars, wo die Produkte grundlegend präsentiert werden. Diese Webinars finden Sie direkt auf YouTube, auf unserem Kanal und können Sie diese im Nachhinein gerne auch aufrufen. Das heißt, wir werden hier jetzt nicht genau auf Features eingehen, sondern hier wirklich genau die Schnittstelle zwischen diesen beiden Produkten behandeln. Gut, an der Stelle übergebe ich an den Andi. Passt. Und zwar, es ist so, dass wir eben gleich einmal sehen werden, das Erstellen von Stahlbauverbindungen in Revit, die jetzt seit 2017 möglich sind, in der 2018er Version wesentlich erweitert worden sind. Insgesamt sind es jetzt 130 Stahlbauverbindungen, Standard-Stahlbauverbindungen, die wir im Revit direkt schon machen können. Dann werden wir ganz kurz herzeigen, wie wir das exportieren, praktisch in eine SMLX-Datei vom Revit aus, dass wir das dann in späterer Folge im Advanced-Stil dann wieder öffnen können. Bitte, Paul. Genau, da sind wir jetzt auch schon direkt im Revit drinnen. Sie kennen das über die Registerkarte eben der Tragwerksverbindungen, haben wir da die Möglichkeit, diese auszuwählen und dann eben unsere entsprechende Verbindung zu definieren und auszuwählen. Die wird dann auch schon direkt hier angezeigt. Wir haben dann die Möglichkeit, über dieses Dialogfeld Änderungen vorzunehmen, beispielsweise, dass wir mehr Schrauben wollen. Genau, in dem Fall sind es eben zwei Reihen, die wir da definieren wollen. Das Dialogfeld ändert sich natürlich je nach Anschluss und je nach Verbindung und ist schon direkt in Revit hergestellt. Und jetzt über die Zusatzmodule haben wir jetzt die Möglichkeit, es zu exportieren in unser Advanced-Stil, eben als SMLX-Datei. Ich speichere mir das beispielsweise hier auf dem Desktop ab und übergib jetzt dann gleich dem Paul wieder, der jetzt im Advanced-Stil weiterarbeiten wird. Perfekt, mit dieser Datei können wir direkt den Import im Advanced-Stil auslösen. Wichtig, man muss natürlich einmal das Mapping gemacht haben, das heißt entsprechend die Profile aus Revit im Advanced-Stil zuweisen, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn man mit dem Advanced-Stil startet. Ja? Wir werden dann die bestehenden Objekte bearbeiten, Stahlbauverbindungen einfügen, ein kurzes Geländer einfügen und dann die später diese Daten wieder zurück ins Revit reinschießen. Schaut jetzt erstmal so aus, wir haben hier eine leere Zeichnung im Advanced Stil und können direkt diese SMLX-Datei aus Revit nehmen und auch importieren. Gleiche Vorgehensweise wäre auch der Fall, wenn man Daten aus Plan3D importiert. Und man sieht schon, es werden hier die einzelnen Stahlobjekte angezeigt. Wir sehen auch hier schon die Schnitte in diesen grünen Rechtecken drinnen. Die Verbindungen sind alle aufrecht, sprich, wenn wir hier uns Verbindungen zwischen zwei Profilen anschauen, in den Advanced-Stil-Eigenschaften, bekommen wir auch hier direkt intelligente Verbindungsboxen angezeigt und könnten diese auch entsprechend abändern. Sie sehen hier natürlich auch die Verbindung, die der Andi gerade hinzugefügt hat. Auch diese könnte man entsprechend noch abändern, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht zwei Reihen, sondern drei Reihen. Man sieht also, diese Dinge sind intelligent, sind nicht einfach nur irgendwelche Objekte, die halt reinkommen, sondern wirklich Advanced-Stil-Verbindungen, so wie man sie brauchen kann. Wir können hier entsprechend auch natürlich mit den Advanced-Stil-Aktionen sozusagen diese Verbindungen entsprechend weiter kopieren und vervielfältigen. Kann man natürlich mit Gruppierung oder ohne Gruppierung machen, je nachdem, wie man es im Advanced-Stil auch auswählt. Und man sieht schon, über die gesamte Reihe werden sozusagen diese Verbindungen erweitert. Jetzt möchte ich aber natürlich nicht nur einfach eine Verbindung kopieren, sondern ich möchte auch neue Dinge hinzufügen, die dann entsprechend wieder ins Revit mit reingenommen werden. In dem Fall würde ich das ganz gerne mit einem Geländer oben rum machen, indem man einfach die Objekte auswählt, entsprechend einen Startpunkt wählt und einen Endpunkt wählt. Sind alles Advanced-Stil-Funktionen, die wie gewohnt, sage ich mal, funktionieren, kann man dann entsprechend wieder abändern. Und ich sage, ich würde gerne die Geländer oben nicht auf Gehrung miteinander verschneiden, sondern ich möchte zum Beispiel hier einen Bogen einfügen. Keine Angst, ich werde mich nicht lange aufhalten mit diesen Standard-Zeichnungsthemen. Ich möchte nur zeigen, dass wir hier zusätzliche Informationen hinzufügen können, damit wir dann auch wieder ein bisschen mehr haben, sage ich mal, dass wir entsprechend wieder im Revit reinholen. Ja. Interessant natürlich auch Gitterroste, sodass wir da entsprechend auch die Platten mit rüber ins Revit bekommen.
Auch hier natürlich die Informationen hinzufügbar, die man haben möchte. Wir können hier natürlich Modellrollen vergeben, alles was das Herz begehrt, und können dann natürlich wieder hergehen und entsprechend die Daten nach Revit exportieren. Dazu wieder das gleiche Austauschformat, wie wir es vorhin gehabt haben, die SMLX-Datei, können dieses Objekt speichern und dann gehen wir dann auch gleich wieder Richtung Revit. Genau, jetzt synchronisieren wir das mit dem Revit. Das bedeutet, wir haben ja schon diese SMLX-Datei. Das bedeutet, wir müssen sie jetzt nicht praktisch importieren, sondern können sie synchronisieren. Wenn die eben noch nicht vorhanden ist, könnten wir sie natürlich aber da importieren. Das bedeutet, wenn Sie Ihren Stahlbau von vornherein im Advanced-Stil machen, können Sie das auch dann direkt ins Revit hereinladen. Das wäre dann dasselbe, wie es vorher der Paul angesprochen hat. Da müsste ich natürlich die dementsprechenden Familien dann zuordnen. Bitte, Paul. Genau, sind wir wieder im Revit. Wir sagen hier, dass wir eben synchronisieren wollen. Revit sucht jetzt praktisch die neuen Profile, die neuen Elemente. Wenn wir denn da hereingehen, sehen wir, dass wir die SMLX-Datei uns auswählen, sagen öffnen und können sie jetzt praktisch hereinladen. Wir wählen uns alle Elemente aus, weil wir eben alles anwählen wollen und haben jetzt die Möglichkeit gleich, genau, dass man praktisch das direkt hereinnimmt. Wir sehen auch, dass Geländer ist da mit den dementsprechenden Profilen. Wenn das Material beispielsweise ausgetauscht wurde, wie es in unserem Fall war, verändert sich auch gleich die grafische Darstellung. Hier zum Beispiel Gitterrost wird dann im Revit direkt als Platte dargestellt. Hier haben wir dann eben die dementsprechenden Profile unseres Geländers. Die Verbindungen sind eben auch ebenfalls da, sind ebenfalls geändert. Und haben dann da die Möglichkeit, eben ein richtiges BIM-Modell, ein Revit-Modell vom Advanced-Stil direkt ins Revit zu übernehmen. Gut, es gibt natürlich auch noch eine Vielzahl weiterer Schnittstellen, zum Beispiel im Advanced-Stil. Zuerst mal die Schnittstelle zum Revit, die wir gerade gesehen haben. Wir können auch natürlich mit IFC-Dateien umgehen. Wir können unsere Advanced-Stil-Objekte entsprechend ins Naviswerks exportieren, wo man dann auch mit anderen Gewerken sozusagen zusammenarbeiten kann. Das heißt, irgendwelche Architekturplänen von anderen Herstellern oder Anlagenbauplänen, die man zusammenladen kann und dort zum Beispiel auf Kollision prüfen kann. Gleiches natürlich auch, wir können den Stahlbau im Advanced Steel Richtung AutoCAD Plan 3D bringen oder auch umgekehrt. Dazu gibt es schon ein anderes Webinar, das Sie auf unserem Kanal finden. Wir haben, wie gesagt, die SDNF-Schnittstelle, die entsprechend zwischen all diesen Gewerken funktioniert. Und wir können natürlich aus Advanced Steel NC-Dateien exportieren. Vielleicht auch noch eine wichtige Information zur AEC Collection. Sie kennen das Thema schon von einer Vielzahl von Mitteilungen, die von den Autodesk-Händlern sozusagen an Sie gegangen sind. Vielleicht noch ganz interessant für dieses Webinar: Advanced Steel ist seit September 2017 entsprechend auch Teil der AEC Collection. Das heißt, wenn Sie die AEC Collection im Haus haben, ist Advanced Steel auch schon Teil Ihrer Produkte. Vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, unser Schulungskatalog. Wir bieten natürlich für Autodesk Revit und auch Advanced Steel entsprechend Grund- und Aufbauschulungen, gerne auch auf Ihren Themen. Das heißt, ich mache auch sehr gerne Schulungen, die auf Fragenlisten natürlich vom Kunden beruhen. Das heißt, Sie schicken uns die Themen, die Sie interessieren, und wir bereiten das entsprechend auf. Natürlich gilt, alle Schulungsthemen werden gerne auf Ihre eigenen Anforderungen angepasst, sodass Sie wirklich den größtmöglichen Nutzen sozusagen aus unseren Schulungen ziehen. Vielleicht auch noch ein paar wichtige Links. Wir haben natürlich erstmal unsere E-Mail-Adresse info@ataka.com. Sie finden uns natürlich im Internet unter www.ataka.com. Seit nicht allzu langer Zeit haben wir auch unseren Ataka Online-Shop, wo Sie entsprechend auch Dienstleistungen und natürlich auch die Autodesk-Produkte erwerben können. Unter shop.ataka.com ist das der Fall. Wenn Sie im Nachhinein unsere technische Unterstützung benötigen, finden Sie uns unter support.ataka.com. Und wir haben natürlich unseren bim-revit-blog.com, wo Sie entsprechend immer die neuesten Themen in der Architektur finden und auch zum Thema BIM natürlich entsprechend aufbereitet sind. Gut, wir sind etwas schneller als geplant,
An dieser Stelle sage ich schon mal Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie irgendwelche Fragen zum Webinar haben, beziehungsweise zum technischen Thema, bitte kontaktieren Sie uns einfach unter info@ataka.com, beziehungsweise unter unseren persönlichen E-Mail-Adressen. Sie finden die ganz am Anfang der Präsentation. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die